Eishockey-Playoff-Finale in Zweibrücken Spiel 2. Tolle Stimmung in der ausverkauften Eishalle. 2 von 3 Spielen muss der EHC Zweibrücken gegen den Rivalen aus Bietigheim-Bissingen zum Titel gewinnen. Nach der Niederlage im Hinspiel ging es jetzt um die Wurst. Und es ging gleich gut los. Ein verdeckter Schuss, 1:0 für Zweibrücken. Bietigheim-Bissingen startet den Gegenangriff, 1:1 und dann sogar die Führung für die Gäste. Die Zeitstrafen für die Gäste nahmen zu und die Zweibrücker Hornets nahmen Maß. Im dritten Drittel ging dann plötzlich alles. Die Zweibrücker überrollten die Gäste regelrecht, ein Treffer nach dem anderen, die Halle tobte. Mit einem fulminanten 12:3 spielten die Hornets den Gegner sozusagen an die Bande. Die Ränge tobten, der Trainer blieb ruhig. Also sagte die Jungs einfach ruhig bleiben, spiel unser Spiel, nicht die Bietigheim Spiel. Und ich finde, das ist, Bietigheimer war total undiszipliniert heute, total. Und das ist noch ein Vorteil für uns. Irgendwann sind die auch müde. Also am Anfang muss man, also die Tore, die gefallen sind, die waren auch schon doof eigentlich. Die hätten wir auch vermeiden können. Aber insgesamt war das heute schon besser, als wir es einige Male in der Saison gesehen haben. Und war schon immer so, wenn wir einen Lauf haben, 2 schnelle Tore schießen, dann schaffen wir es auch meistens noch ein drittes und ein viertes zu schießen. Dass es dann heute so viele geworden sind, ist natürlich überragend. Ich denke, da war jeder motiviert, hoch 10 da auf jeden Fall eins zu machen. War geil am Ende, ne? Wieder sensational, wie wir zurückgekommen sind, wo wir wieder hingelegen haben und die das letzte Drittel einwandfrei, also dass wir die so nochmal abgeschossen haben. Besser geht's eigentlich nicht. Jetzt haben wir geschafft, das, was wir vorgehabt haben, dass wir nächste Woche Samstag sicherlich auch den Pott mit nach Hause holen.